Bacons Finsternis von Wilfried Steiner erschienen bei Deutige. Arthur Valentin wird ganz überraschend von seiner Ehefrau Isabel verlassen. Am meisten überrascht es ihn selbst. Er fällt in ein tiefes schwarzes Loch. Er ist sehr, sehr deprimiert. Eines Tages rafft er sich auf, um in eine Gemäldeausstellung zu gehen. Er möchte sich die Bilder von Francis Bacon anschauen. Und ausgerechnet in diesen Bildern, die voller Agonie und Schmerz und Aufruhr sind, da findet er Trost. Er entwickelt geradezu eine Besessenheit. Er reist durch halb Europa, um immer mehr und mehr Bilder von Francis Bacon zu sehen. Er versinkt geradezu darin. Eines Tages trifft er ganz zufällig in einem Ausstellungsraum auf seine Ehefrau Isabel in Begleitung eines Mannes. Arthur schleicht sich heran, er belauscht die beiden, er hört den Namen Bacon, er hört so ein paar Gesprächsfetzen und er ist davon überzeugt, dass die beiden einen Kunstraub planen. Und als Leser ist man sofort mittendrin in einem wirklich temporeichen Krimi. Und nach einer Weile fragt man sich aber doch, ist das vielleicht nur seine Besessenheit und seine rasende Eifersucht, die ihm allmählich seinen Verstand raubt. Am meisten berührt haben mich die sehr detaillierten und emotionalen Beschreibungen der Gemälde von Francis Bacon. Man sieht all diese schwarz verschorften Wunden, man sieht das Leiden und die Vergänglichkeit, man hört die Schreie der Furien und über all dem das überirdische Leuchten. So ist dieses Buch durchaus auch zu verstehen als eine wirklich gute Biografie des Malers Francis Bacon, der 1992 gestorben ist, und macht Lust, sich diesem faszinierenden Maler zu nähern, ganz vorsichtig zu nähern. Nichts strahlt heller als Bacons Finsternis, so steht es im Buch. Ja, und so ist es wohl. Dieses Buch dürfen Sie sich wirklich nicht entgehen lassen. Das ist super.